Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scum. Sorry, wie ihr merkt, meiner Stimme geht es immer noch nicht so wirklich blendend. Trotzdem mache ich heute mal den Bunker Guide weiter. Ich glaube auch nicht, dass. Ui. Dass. Ja. Dass das heute pünktlich sein wird. Also heute ist 6. Dezember, Nikolaustag. Ich glaube nicht, dass das Video heute noch pünktlich rauskommt. Wir haben es kurz vor drei. Ich komme gerade erst von der Arbeit. Ich versuche mein Bestes. Und aua. Ja, das war dumm. Das war definitiv zu hoch. Schau mir gerade mal. Ja, ich bin so clever und habe eigentlich. Komm, wir nehmen das da einfach mal. Keine kleinen. Oh. Verbände mehr gehabt. Ja. Heute unser letzter Bunker im Bunker Guide, der D4 Bunker. Aber super. Nicht nur, dass ich jetzt auch meine Stimme kaputt habe, jetzt habe ich auch noch Schluck auf. Ehrlich gesagt, im D4 Bunker war ich auch noch nicht. Weiß auch nicht, wie ich hier reinkomme. Aber ich höre schon Pieper. Das ist natürlich wunderbar. Diese Viecher hasse ich mittlerweile wie die Pest. Ja, wie gesagt, wir haben heute den 6. Dezember. Ich freue mich schon auf das neue Update 07, wenn es denn jetzt kommen sollte. Ich kann es eigentlich kaum noch erwarten. Aber ich merke gerade, auch hier irgendwie stimmt mit dem Ton ab und zu was nicht. Also in-game meine ich. Weil ab und zu habe ich hier keinen Ton. So. Und dann mal kurz hinlegen und ein bisschen Ausdauer regenerieren. Also wir schauen jetzt auf jeden Fall mal, dass wir hier irgendwie in den Bunker reinkommen. Wie gesagt, das wird auch diesmal nur ein Kurzvideo, nicht so wie beim letzten Mal, dass wir danach auch noch komplett den Bunker looten. Wir gucken heute nur, dass wir in den Bunker reinkommen oder wie wir in den Bunker reinkommen am besten. Gut, das kann natürlich, wenn ich es wieder verkacke, ui, auch ziemlich lange dauern. Ich habe aber gerade gesehen, dass da vorne irgendwo der Springer stand. Wo habe ich ihn jetzt gerade gesehen? Also den möchte ich schon ganz gerne wegschießen. Bevor wir jetzt gleich gucken, dass wir da reinkommen, nicht, dass der uns noch unterwegs gleich ja, einfach mal ein bisschen wegspringt. Wo ist er denn jetzt hin? Der blöde Sprenger. Ja, wir müssen gucken, dass wir hier so ein bisschen vom Zaun wegbleiben. Weil wir beim letzten Mal gemerkt haben. Da oben ist er. Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen wegen dem Baum. Jetzt haben wir ihn getroffen. Und der Mech reagiert irgendwie gar nicht. Auch sehr merkwürdig. Aber okay, oh, da ist noch ein Mech, sehe ich gerade. Nee, das heißt, von der Seite gehen wir auf gar keinen Fall rein. Ich denke mal, da oben wird wahrscheinlich auch der Notausstieg so sein. Dann versuchen wir jetzt erstmal hier vorne irgendwo reinzukommen.
Dann versuchen wir es jetzt definitiv mal hier von der Seite. Auch wenn ich da schon wieder irgendwo einen Zombie höre. Na, hier vorne läuft da irgendwo. Da ist er. Sehr schön. Gut, man kann also immer noch durch die Zäune schießen mittlerweile wieder. Sollte mit meinen Verletzungen vorsichtig sein. Und mich bringt dieser blöde Schluck auch noch um. So, auf jeden Fall jetzt erst nochmal hier ein wenig Ausdauer regenerieren. Derzeit werde ich mir mal einen Schluck aus der Wasserflasche gönnen. So, jetzt mal eben gucken, wo der Mech ist. Der ist da vorne. Hier nochmal in den Busch. Ich weiß nicht, ob er mich hier sieht. Ich glaube, das da ist der Bunkereingang, ne? Wie gesagt, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Ich war... Ui, war hier noch nie. Das merkt man ja gerade anscheinend. Ich habe jetzt gerade beide getriggert. Ich weiß gar nicht, wo der andere war. Und warum er mich gesehen hat. Das ist jetzt natürlich blöde. Denke mir mal. Die Zombies sind alle unten. Ui! Gut, der ist jetzt ein bisschen böse auf mich. Dann müssen wir jetzt gleich auf jeden Fall mal schauen, wo jetzt hier... Ui. Der Notausstieg ist. Nun komm, explodier schon. Vorher gehe ich keinen Meter mehr weiter. Ich kann es auch nicht kontrollieren. So, jetzt ist er tot. Der Mech ist definitiv rot, also orange. Hat er mich jetzt hier gesehen oder was war das jetzt? Da ist es definitiv der andere Eingang. Jetzt müsste ich mal kurz... Uiuiuiui. Nee, das wollte ich nicht. Gut, er hat uns nicht gesehen. Wir könnten natürlich... Ja, da reinzugehen ist mir zu kriminell. Wir warten jetzt einfach, bis er hier wieder vorbei ist. Ah, okay. Anscheinend sieht er mich, schießt aber nicht auf mich. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Dann gucken wir doch einfach mal, ob wir hier irgendwie durchkommen. Bis zum Bunker. Jetzt kommt er, glaube ich, gerade zurück. Wir bleiben mal hier stehen. Wenn wir Pech haben, tritt er gleich auf uns. Hier immer echt eine knappe Sache. Ist der eben auch hier lang gelaufen? Ich glaube nicht, oder?
Dann haben wir jetzt aber echt verdammt Glück, dass wir jetzt hier am Baum standen und der uns nicht gesehen hat. Also wäre ich da vorne im Busch stehen geblieben, wie ich es gerade vorhatte, wäre man definitiv tot gewesen. Sehe jetzt aber auch gerade nicht wirklich irgendwas. Ich habe jetzt gerade auch ein wenig die Orientierung verloren. Dieser blöde Eingang ist. Ich möchte jetzt erstmal definitiv hier raus, weil da ist irgendwo ein Zombie. Gut, das klappt heute irgendwie gefühlt gar nicht. Das ist der, der eigentlich hier vorne läuft. Naja, gut, vielleicht wird das dann heute doch eine Folge so von 95 Minuten oder so. Keine Ahnung, weil irgendwie habe ich gerade keinen Plan. Wie wir jetzt am besten hier reinkommen. Also eigentlich hatte ich vorhin gedacht, wir hauen uns da in die Büsche. Aber gerade scheint das nicht wirklich zu funktionieren. So, dann werden wir jetzt auf jeden Fall mal hier in den Busch gehen und Ausdauer regenerieren. Und ja, mal kurz warten, was jetzt hier weiter passiert. Weiß aber auch noch nicht, warum uns der da oben gerade eben gesehen hat. Vielleicht, weil wir da oben mitten offen standen. Müssten wir jetzt vielleicht noch mal anders probieren. Definitiv erstmal hier rein. Dann hier rein. Nicht weit genug, finde ich. So, bis hierhin ist ja kein Problem. Aber ich finde gerade, nee, der läuft definitiv nicht weit genug. Da drüben läuft der andere mich. Das ist ein Unding hier. Wir sitzen jetzt hier zwar im Busch, aber wir kommen nicht weiter rein, weil der Weg hier definitiv zu kurz ist, ne. Ganz ehrlich, den Haupteingang würde ich hier definitiv nicht mehr empfehlen. Also auch nicht, wenn der Mech nicht getriggert ist. Also wenn er diesen kurzen Weg läuft, den er jetzt gerade die ganze Zeit gelaufen ist, solltet ihr am besten dort nicht reinlaufen.
Weil ihr habt gar keine Chance, dahin zu kommen, ohne von mich gesehen zu werden. So, und bei meinem Glück passiert mir jetzt das Gleiche wie beim letzten Mal. Ich denke dann wahrscheinlich wieder, der Pieper ist im Bunker und dann steht der Uplitz hinter mir. Das Problem hatte ich ja leider beim letzten Mal. Ich muss jetzt gerade noch mal schauen. Definitiv werden wir es jetzt hier mal versuchen. Muss gerade aber noch mal kurz abchecken. Direkt da vorne, also vom. Der Mech ist wieder weiß. Er bleibt dort kurz stehen. Geht bis dahin. Also ihr seht, so ist es machbar. Sich durch die Büsche da reinschleichen. Warten, bis der Mech seine Runde weiter dreht. Und dann gucken, dass man hier weiterkommt. So, zum Abschluss unseres Guides werden wir dann hier jetzt einfach mal schauen, was wir denn hier jetzt so kriegen würden. Naja, ein M70, N70 Bajonett, nicht M70. Und ansonsten, naja gut, halt Loot vom Bunker, ne? Man hätte jetzt Glück haben können, dass hier eine vernünftige Knarre liegt oder so. Warte mal gucken. Ich glaube, die könnten wir sogar mitnehmen. Haben wir noch irgendwo M9? Ich sehe gerade auch schon wieder, dass die. Ja, doch, M9. E-Tech 1 M9 nicht da irgendwie drin bleibt. Aber im Prinzip haben wir gerade auch gar keine Munition mehr für die Waffe. So, dann schauen wir mal, wie wir dann hier rauskommen würden. Für den Fall der Fälle, dass ihr es hier drin geschafft habt, gelootet habt und so wie ich eigentlich mit einem komplett vollen Rucksack hier raus wollt. So, wie gesagt, ihr braucht ja auch im Prinzip, wenn ihr raus wollt, nicht mehr den Bunker schließen. Lauft einfach durch die Büsche raus. Der Mech hat euch nicht gesehen oder hätte euch nicht gesehen, wenn er nicht so schnell gewesen wäre wie ich jetzt. Also wollt eigentlich einfach nur noch raus. Ja, und somit wisst ihr jetzt eigentlich auch, wie ihr ganz vernünftig und schnell eigentlich in den D4-Bunker kommt? Ja, D4-Bunker, genau. Und ja, damit ist jetzt der kleine Bunker-Guide, den ich so für euch hier gemacht habe, beendet. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen da. Und
Ja, wenn es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne einen Daumen da. Und ja, mal gucken, was ich so in nächster Zeit dann noch anstelle. Ich weiß immer noch nicht, was ich für Mittwoch und für Freitag machen soll. Aber ich lasse mir zur Not irgendwas einfallen. Vielleicht machen wir mal einen Baseball oder so. Und ja, schauen einfach mal, wie es dann weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten auch ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne noch einen schönen Nikolaustag, wünscht euch der Falli und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.